Wir stehen in Offenbarung 9. Und zwar in einem Kapitel, über das nicht so viel gepredigt wird. Und das mit gutem Grund. Es ist sicher eines der schwierigsten Kapitel der ganzen Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja an sich schon nicht einfach. Also, wenn einer den Eindruck hat, jetzt verstehe ich nicht gerade viel, ja, dann muss man einfach interessiert sein, mehr zu lernen. Und muss sich nicht entmutigen lassen. Wir kommen zur fünften und sechsten Posaune in Offenbarung 9. Ich möchte aber ganz kurz zusammenfassen für die, die letztes Mal nicht da waren. Wir haben gesehen, in Offenbarung ab Kapitel 4 ist alles noch zukünftig. In Kapitel 4 und 5, da sehen wir, wie Jesus Christus in der Zukunft das Buch der sieben Siegel, das ist das Buch der Ratschlüsse Gottes über diese Welt, nimmt und dann ein Siegel nach dem anderen öffnet. Und dann kommen diese Gerichte Gottes über diese Welt. Und zwar sind das alles Gerichte, die kommen werden nach der Entrückung der Gemeinde. Also Jesus Christus wird die, die zu seiner Gemeinde heute gehören, indem sie persönlich den Herrn Jesus als ihren Retter kennen, die wird er noch evakuieren, wegnehmen, entrücken, bevor all diese Gerichte losbrechen. Nun haben wir schon mehrmals gesehen, diese sieben Siegel der Offenbarung sind so aufgebaut, jedes Mal, wenn ein Siegel gebrochen wird, kommt ein neues Gericht über diese Welt. Aber das siebte Siegel, das ist ganz speziell, denn das umfasst die große Drangsal. Das sind also noch die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft von Jesus Christus als König und Richter der Welt. Diese Zeit, diese 3,5 Jahre werden genannt in Matthäus 24 die große Drangsal. Und der Herr Jesus sagt, es wird dann so schlimm sein mit dieser Welt, wie es noch nie gewesen ist seit Anfang der Schöpfung und auch nie mehr danach sein wird. Und dieses siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Engel im Himmel posaunen und dann kommt mit jeder Posaune wieder ein ganz spezifisches Gericht über diese Welt. Und die siebte Posaune, das wird der Höhepunkt der Posaunengerichte sein, das besteht dann noch aus sieben Schalengerichten. Engel gießen im Himmel Schalen aus und mit jeder Schale, mit jeder symbolischen Handlung der Schale, kommt dann ein Gericht über die Erde und dann wird Jesus Christus kommen als König der Welt und Richter der Welt. Er wird das letzte Wort über diese Erde sprechen. Nun, wie gesagt, also die sieben Posaunengerichte, die umfassen genau die große Drangsalszeit, diese letzten 3,5 Jahre. Und jetzt stecken wir da in unserem Studium mittendrin. Wir kommen heute zur fünften und sechsten Posaune. Ja, lesen wir mal das Kapitel durch. Darf ich jemanden bitten am Mikrofon? Die fünfte Posaune. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden,
und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. Auf ihren Köpfen war es wie Siegeskränze gleich Gold, und ihre Angesichter waren wie Menschenangesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Die 6. Posaune. Und der 6. Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte, sagen: Löse die 4 Engel, die an den großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den Drittelteil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000. Und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich im Gesicht die Rosse und die, welche auf ihnen saßen. Sie hatten feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen 3 Plagen wurde der 3. Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn die Macht der Rosse ist in ihrer Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sind gleich Schlangen und haben Köpfe, und mit ihnen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Vielen Dank. Also wir haben die 5. Posaune schon letztes Mal ein bisschen angeschaut. Wir wollen also nicht alles wiederholen, aber ganz kurz für die, die nicht da waren. In Vers 1, da sieht Johannes einen Stern, der vom Himmel gefallen war. Wichtig, er sieht ihn nicht vom Himmel fallen, sondern es ist ein Stern, der vom Himmel gefallen war. Und wir haben letztes Mal gesehen, das ist eine Beschreibung von Satan. Das war einer der mächtigsten Engel, die Gott geschaffen hatte, der aber sein wollte wie Gott, und dann wurde er gestürzt. In Jesaja 14, Vers 12 und folgende wird er als Morgenstern, der gestürzt worden ist, beschrieben. Das entspricht also dem. Er sieht diesen gefallenen Satan. Und jetzt bekommt dieser gefallene Engel den Schlüssel zum Abgrund. Und zwar steht für Abgrund im Griechischen das Wort, weiß man das noch vom letzten Mal? Abyssos, ja, Abyssos. Und der Abyssos bezeichnet in der Bibel diesen Ort, wo Gott eine gewisse Sorte von Dämonen gebunden hat. Es ist so, als Satan und andere Engel sich gegen Gott erhoben hatten, da wurden diese Engel zu den Dämonen. Aber die Dämonen, die sind bis heute frei.
Aber es gibt eine Sorte von Dämonen, die haben schon vor der Sintflut sich mit Menschen vermischt. Und dieses Durchbrechen der Schöpfungsordnung, das war so schwerwiegend, dass diese Engel dann eben in den Abyssus hinabgeworfen und gebunden wurden. Davon lesen wir in 2. Petrus 2, können wir kurz aufschlagen. Petrus 2, Vers 4. Lies jemand bitte vor. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte. Jawohl. Also hier wird gesprochen über Engel, die in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt wurden und Ketten der Finsternis überliefert wurden. Und die müssen warten bis auf das Endgericht. Und dann, Vers 5, kommt die Beschreibung der Sintflut. Und danach kommt die Beschreibung von Sodom und Gomorra. Also das sind so drei Beispiele aus der biblischen Geschichte in der zeitlichen Reihenfolge. Zuerst das mit den Engeln, dann kam die Sintflut und dann später kam das mit Sodom und Gomorra. Und im Griechischen wird zwar hier nicht das Wort Abyssos verwendet, sondern, weiß das jemand? Tartarus. Also der Ausdruck, es ist eigentlich nur ein Verb hier. In den tiefsten Abgrund hinabstürzen, heißt auf Griechisch Tartaroo, das ist das Verb für in den Tartarus werfen. Und Tartarus ist in der Bibel ein gleichwertiges Wort für Abyssos. Aber hier wird nur einfach gesagt, sie hätten gesündigt, es wird nicht gesagt, was sie gemacht haben. Aber im Judasbrief wird das sehr wohl erklärt. Schlagen wir auf, Judas. Bisschen nach 2. Petrus, gerade vor der Offenbarung. Liest jemand Vers 6? Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Jetzt weiter. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Jawohl. Also in Vers 7 wird über Sodom und Gomorra gesprochen. Und es wird dort gesagt, dass diese Menschen sich der Unzucht hingegeben haben, indem sie anderem Fleisch nachgegangen sind. Und zwar ist es im Griechischen, gibt es zwei Wörter für anderes. Allos, das ist anderes von gleicher Art. Und heteros, das ist anderes von verschiedener Art. Und hier ist eben dieses heteros verwendet und das meint, das eben bedeutet, in Sodom und Gomorra wurde sogar Sodomie mit Tieren getrieben. Die haben die Schöpfungsordnung durchbrochen. Und dann wird gesagt, die hätten das getan, gleich wie jene. Und dieses jene bezieht sich zurück auf Vers 6, wo von den Engeln gesprochen wird. Also die haben die Schöpfungsordnung durchbrochen. Und 1. Mose 6 sagt, dass die Söhne Gottes, so werden die Engel dort genannt, die hätten sich mit Menschen, Frauen verbunden und daraus seien dann diese Riesen der Urzeit entstanden. Wir können das kurz aufschlagen, 1. Mose 6. Da geht es um die Zeit gerade vor der Sintflut.
Liest jemand 1. Mose 6, Vers 4? Jawohl. Also, es wird gesagt, diese Riesen seien entstanden, jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihn gebaren. Und vielleicht muss man noch dazu lesen, Verse 1 und 2, dann sieht man den Hintergrund. Kannst du das auch noch? Also der Ausdruck Söhne Gottes, Bnei Elohim, das ist im Alten Testament ein Ausdruck, der im Buch Hiob, Kapitel 1 und 2, Engel bezeichnet. Und auch da eben wieder. Und darauf nimmt eben der Judasbrief Bezug, aber der Judasbrief spricht nicht von Söhnen Gottes, sondern sagt gerade Engel, Angelos, Angeloi in der Mehrzahl. Und die haben sich also, da vor der Sintflut haben die das begangen. Und Mose sagt, und auch nachher. Das heißt also, auch nach der Sintflut ist das wieder geschehen. Und daraus sind zum Beispiel die Riesen wie Goliath und die Kinder Enak in Hebron und so weiter sind dadurch entstanden. Aber eben diese Sünde war so schwer, dass diese Art von gefallenen Engeln im Abyssus, im Tartarus gebunden wurden. Die sind nicht mehr frei. Satan und seine Dämonen, die sind bis heute frei und aktiv und versuchen die Menschen von Gott wegzubringen. Auf alle möglichen Arten. Durch Philosophie, durch verschiedene Religionen und so weiter. Aber eben die sind frei im Gegensatz zu diesen Gebundenen. Und jetzt etwas ganz Interessantes, wenn wir zu den Evangelien gehen im Neuen Testament. Da haben wir ja in Lukas 8 diese Geschichte, wo der Herr Jesus einem Menschen begegnete, der von Dämonen besessen war. Diesen Gadarener. Und können wir da kurz aufschlagen in Lukas 8, Vers 26 und folgende. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüber liegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Er sprach, Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Es war eine Legion umfasst etwa, wie viele Soldaten? 6.000, ja. Also, bitte weiter. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Und jetzt da steht für Abgrund Abyssos. Ja, weiter. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich.
Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Jawohl. Also man sieht, dieser besessene Mensch wurde gleich mit dieser Befreiung, wurde er völlig normal. Hat sich sofort wieder begonnen zu kleiden und war vernünftig. Nicht wahr? Bekleidet und vernünftig, sagt Vers 35. Das ist typisch. Wenn jemand, der besessen ist, zur Bekehrung kommt und frei wird von solchen dämonischen Einflüssen, dann ist er nachher normal. Und hätte irgendein Arzt gesagt, ja, das ist eine Schizophrenie, dann müssen wir sagen, ja, das ist sofort geheilt worden. Aber es ist nicht einfach eine Schizophrenie. Also es ist so, wenn jemand diese Krankheit der Schizophrenie attestiert hat und er kommt zum Glauben, dann muss er nicht enttäuscht sein, wenn er nach der Bekehrung, nachdem er zum Glauben gekommen ist, die Krankheit immer noch hat. Aber dort, wo es sich um eine Besessenheit handelt, sind die Symptome dann weg. Das ist der Unterschied. Und jetzt sehen wir aber eben diese Dämonen, die hatten Angst, Jesus Christus würde sie jetzt auch in den Abyssus hinabwerfen. Und im Matthäusevangelium, wo wir die Geschichte parallel erzählt haben, dort wird erklärt, warum die diese Angst hatten. Die haben sehr genau gewusst, worum es geht. Schlagen wir kurz noch Matthäus 8 auf. Da lesen wir jetzt nicht mehr alles, sondern nur gerade diese betreffende Stelle. Matthäus 8, Verse 28 bis 29. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, sodass niemand auf jenen Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja, also hier sagen sie nicht etwas wegen dem Abgrund, nur in Lukas, aber hier sagen sie, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Aber damit meinen sie, uns eben in den Abyssos zu werfen. Die wissen also, dass dieses Schicksal noch bevorsteht, aber sie wissen, dass das eigentlich nicht geschehen sollte beim ersten Kommen von Jesus Christus, sondern erst bei seinem zweiten Kommen. Und das steht eben schon im Alten Testament. Der Teufel kennt ja die Bibel auch. Wir können das kurz aufschlagen in Jesaja. Also die wussten, jetzt ist noch nicht das tausendjährige Reich beim ersten Kommen Jesu. Das kommt erst beim zweiten. Ich weiß, es gibt manche Bibelausleger, die wissen das nicht. Dass jetzt noch nicht das tausendjährige Reich ist. Das kommt erst beim zweiten Kommen Jesu. Aber diese Dämonen wussten das. Lesen wir in Jesaja 24. Und nur damit man sich zurechtfindet. In Jesaja 24 wird in Kurzfassung wird über die Gerichte der Offenbarung gesprochen. Jesaja 24, 1 bis 20. Darum hat man dieses Kapitel auch schon genannt, die kleine Apokalypse. Also in Kurzform wird das hier berichtet. Und dann steht nach diesen Gerichten, kommt Vers 21 bis 23. Könnte das jemand vorlesen? Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Da wird der Mond
schamrot werden und die Sonne sie schämen. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Jawohl. Also nach diesen Gerichten kommt es, dass Vers 21, dass Gott eben zu jener Zeit dann die Heerschar der Höhe in der Höhe heimsuchen wird mit seinem Gericht. Das sind die Engel, gefallenen Engel, die Heerschar der Höhe in der Höhe. Und die werden dann wo eingesperrt? Ja, und hier steht einfach Grube. Ein anderer Ausdruck, in die Grube eingesperrt. Wie man Gefangene einsperrt, in den Kerker eingeschlossen. Und das für wie lange Zeit? Viele Jahre. Ja, also wörtlich viele Tage. Ja, und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Jetzt werden wir gleich noch sehen in der Offenbarung. Dort wird erklärt, wenn der Herr Jesus wiederkommt als König der Welt, dann wird der Satan in den Abyssus hinabgeworfen und dort festgehalten für die ganzen 1000 Jahre der Friedensherrschaft von dem Herrn Jesus hier auf Erden. Und nach den 1000 Jahren, so steht das in Offenbarung 20, wird der Teufel nochmals für eine kurze Zeit losgelassen. Das ist nach vielen Tagen, diese 1000 Jahre. Ja? Und es geht also da um die Zeit, wenn Jesus Christus als König in Jerusalem regiert. Das ist das 1000-jährige Reich. Aber ich habe etwas unterschlagen. Ich habe nur gesagt von den Engeln, die da heimgesucht werden. Wer wird nach Jesaja 24, 21 auch heimgesucht? Könige der Erde. Die Könige der Erde auf der Erde. Also auch Menschen. Und beide werden in die Grube eingesperrt. Und jetzt macht das klar, der Ort, wo die verlorenen Menschen hinkommen nach ihrem Tod, das ist eigentlich der gleiche Ort wie der Abyssos oder der Tartarus. Aber bei den Menschen wird dieser Ort in der Bibel normalerweise wie genannt? Ja, auf Hebräisch Sheol und auf Griechisch Hades. Bei den Engeln ist das nicht so. Da wird dieser Ort eben Abyssos genannt, nicht Hades. Und zwar aus dem Grund, weil Engel nicht sterben. Aber Menschen sterben und der Ort des Todes wird genannt Hades. Darum wird das Hades genannt. Aber es ist der gleiche Ort. Und in 1. Petrus 3, Vers 20, dort in diesem Zusammenhang, nennt Petrus den Ort, wo die verlorenen Menschen hinkommen nach ihrem Tod, das Gefängnis. Also das Gleiche, was wir hier hatten in Jesaja 24, Kerker. Also ein bisschen kompliziert, ja, das Ganze. Aber ich wiederhole einfach nochmal. Dieser Ort wird genannt Abyssos, Abgrund, oder Tartarus. Und dieser gleiche Ort wird als Ort, wo die verlorenen Menschen nach dem Tod hinkommen, wird er genannt Hades. Und das darf man ja nicht mit der Hölle verwechseln. Das Wort für Hölle im Neuen Testament ist ein ganz anderes Wort. Wie heißt das? Ja, Gehenna. Seht, alle können Griechisch und Hebräisch. Also Gehenna. Und es ist eben so, wenn ein Mensch stirbt und nicht Frieden mit Gott hat, während unseres Lebens haben wir die Gelegenheit, mit Gott Frieden zu bekommen. Und zwar so, indem wir unsere persönliche Schuld bereuen und Gott im persönlichen Gebet bekennen. Und die Vergebung Gottes annehmen und ihm danken, dass Jesus Christus dafür vor 2000 Jahren gestorben ist. Als Stellvertreter. Und wenn jemand so, wenn das von Herzen macht, dann hat er Frieden mit Gott. Und wenn er stirbt, kommt er wohin? Ins Paradies. Genauso wie der Jesus am Kreuz, diesem Mitgekreuzigten, der im letzten Moment noch umgekehrt ist, sagen konnte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also der Ort der Verstorbenen, die im Glauben an Jesus Christus sterben, das ist ein wunderbarer Ort. Da kann man sich als Christ drauf freuen. Dann wird die ganze
Bitterkeit des Todes wird eigentlich weggenommen. Das ist ein herrlicher Ort. Der Apostel Paulus sagt sogar, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es ist weit besser. Also es ist viel herrlicher als hier auf der Erde. Aber wenn jemand eben ohne Frieden mit Gott stirbt, das ist ganz schrecklich. Dann kommt er eben in dieses Gefängnis, in diesen Abgrund. Und da muss er warten, bis auf das letzte Gericht, das erst nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Ja, und jetzt sehen wir also diese Dämonen, da bei dem Gadarener, die wussten genau, ja, kommt jetzt der Sohn Gottes, um uns jetzt schon in den Abyssus zu tun, vor der Zeit. Ist eigentlich nicht nach dem Plan. Und er sagt, dass sie in diese Schweineherde gehen konnten. Also die konnten ihr Unwesen weiter treiben hier auf Erden. Gott lässt das noch zu. Aber eben eine bestimmte Gruppe von ganz besonders bösen Engeln, die wurden so gebunden. Und jetzt, warum haben wir das jetzt so ausführlich angeschaut? Das macht eben die Dramatik deutlich, wenn wir zurückkehren zu Offenbarung 9. Offenbarung 9 heißt es eben, dass der Schlund des Abyssus geöffnet wurde und dann kommen diese ganz eigenartigen Gestalten herauf. Liest nochmals jemand Vers 2. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendeinem etwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Jawohl. Also, das sind diese dämonischen Wesen, die hier so beschrieben werden. Und die kommen raus, für eine ganz kurze Zeit wird denen erlaubt zu handeln. Und jetzt kann man sich vorstellen, die waren jetzt da Jahrtausende gebunden. Und jetzt plötzlich haben die eine kurze Zeit, wo sie aktiv werden können. Die werden die Bosheit in unvorstellbarem Maß freisetzen. Und das macht dieses Gericht so schrecklich. Ich war die drei letzten Posaunen, die werden, haben wir schon letztes Mal gesehen, die werden genannt Wehe-Posaunen, die ganz besonders schrecklich sind. Und das gehört dazu. Und diese werden also auf die Menschen losgehen und werden sie, kann man sagen, dämonisch terrorisieren. Und zwar so, dass es heißt in Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Ja, es ist ganz schrecklich, wenn ein Mensch einfach aus Verzweiflung sterben will. Ja, es ist etwas anderes, wenn jemand, der Jesus Christus als seinen Retter kennt, sich freut, dass er in die himmlische Herrlichkeit gehen darf. Aber das ist aus Verzweiflung den Tod suchen. Das ist furchtbar. Die Menschen werden so verfinstert werden, aber die Qual wird eben umso mehr erhöht, dass nicht einmal das Ziel des Todes erreichen sie. Und wie lange dauert diese Plage der fünften Posaune? Also 5 Monate. Wo steht das? Vers 5. Sieht man das? Das entspricht, das habe ich letztes Mal schon gesagt, eigentlich der biologischen Natur der Heuschreckenschwärme von Mai bis September. Diese 5 Monate. Aber eben, das sind nicht biologische Heuschrecken, sondern sie sehen so aus, es sind dämonische Wesen, die genau während der Zeit einer Heuschreckenplage, wenn die zu Millionen oder Milliarden können es sein, wenn die von Ostafrika kommen, diese Schwärme, und zuweilen können die dann auch über die Sinai-Insel nach Israel gelangen. Von Süden her, ja, und das können Milliarden sein. Das ist ein ganz eigenartiger
Prozess in der Natur. Also normalerweise vermehren sich diese Heuschrecken auf ganz normale Art und Weise, also nicht irgendwie gefährlich. Und plötzlich wird etwas umgeschaltet biologisch in diesen Wesen und dann können sie nur noch zwei Dinge: fressen und vermehren. Ich habe nicht gesagt, die können nur noch zwei Dinge denken, ja. Aber, es sind ja Heuschrecken, aber die können nur noch zwei Dinge: fressen, vermehren, fressen, vermehren. Und dann geht das so los. Ist furchtbar. Und dieses Bild wird jetzt eben verwendet für diese Dämonen aus dem Abgrund. Und die haben über sich einen Führer. Wer führt sie? Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Ja, Satan. Und zwar wird er genannt in Vers 11. Der Engel des Abgrundes. Ja, der Engel des Abgrundes. Das heißt auf Hebräisch Abaddon. Und der griechische Name wird auch noch angegeben, Apollyon. Und das entspricht in etwa in der einen und anderen Sprache diesem Ausdruck Verderben oder Verderber. Ja, also etwas ganz Furchtbares. Aber jetzt müssen wir das noch in einem besonderen Zusammenhang sehen. Eine Gruppe von Menschen wird da besonders hervorgehoben, dass die verschont werden. Welche? Die mit dem Siegel gekennzeichnet sein. Die Versiegelten, das steht in Vers 5, Vers 4. Also sie sollen nur die Menschen angreifen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Nun haben wir ja schon in früheren Bibelklassen gesehen, die Abfolge ist ja die: wenn heute die Entrückung der Gemeinde geschehen würde, Jesus Christus kommt, um uns zu sich zu holen, dann kommt danach dieser zukünftige Führer von Europa, der Führer des wiederhergestellten Römischen Reiches. Dieser Diktator von Europa wird einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Aber Israel wird in dieser Zeit unter einem falschen Messias stehen, dem Antichristen. Diese zwei sind Freunde, der Diktator von Europa und der Antichrist von Israel. Dieser Bund von 7 Jahren ist ausdrücklich ein Schutz gegen den Todfeind Syrien, Assyrien aus dem Norden. Der König des Nordens. Der König des Nordens oder der Assyrer in Jesaja. Das entspricht genau dem Gebiet übrigens von IS, dem islamischen Staat. Syrien, Nordirak, das ist Assyrien in der Bibel. Und dann wird eben der Antichrist nach 3,5 Jahren, wird er den jüdischen Tempel in Jerusalem entweihen durch ein Götzenbild, und als Zucht Gottes wird dann dieser, kann man sagen, dieser islamische Staat Syrien, Assyrien, wird Israel angreifen und überrennen. Er wird Jerusalem mit dem Tempelberg wird erobert werden, und diese Armee geht dann nach Ägypten runter, erobert auch noch Ägypten und kommt dann wieder zurück, um noch ein zweites Mal Jerusalem zu belagern, und dann wird Jesus Christus wieder zurückkehren. Und jetzt, warum erzähle ich jetzt das in dem Zusammenhang? Dieser Angriff des Königs des Nordens wird im Buch Joel ausführlich beschrieben als eine Heuschreckeninvasion. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass eben diese Dämonen wie Heuschrecken sind. Der Zusammenhang ist der, dass die eben durch diesen König des Nordens aktiv sein werden in dieser Zwischenzeit zwischen der ersten und der zweiten Belagerung von Jerusalem. Und da wird Israel terrorisiert werden durch diese Dämonen. Also schlagen wir auf Joel 1. Es ist normal, dass es so raschelt, wenn man eine Stelle in den kleinen Propheten angibt. Aber man kann das ändern, indem man mehr in den kleinen Propheten liest.
Also, lesen wir Joel. Ich kann noch verraten, dass das ganze Buch Joel beschäftigt sich mit diesem Angriff von Norden, diesem zukünftigen. Und im Klartext kann man sagen, Angriff durch den Islamischen Staat. Wer liest? Joel 1,1. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Betuel, geschah. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Ja, das muss ich hier noch erklären. Das ist ein schönes Wortspiel auf Hebräisch. Auf Hebräisch gibt es verschiedene Wörter für Heuschrecke. Und das wurde hier einfach im Deutschen übersetzt mit Nager. Das ist ein Wort für, im Hebräischen für Heuschrecke. Und dann der zweite Ausdruck, Vers 4, Heuschrecke. Und dann drittens Abfresser und viertens Vertilger. Also man hätte auch einfach übersetzen können, was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Aber das wäre nicht gerade sehr sinnvoll übersetzt. Denn das Hebräische hat ja gerade verschiedene Wörter, um eben diese Invasion so sprachlich poetisch eindrücklich weiterzugeben. Also da wird eine furchtbare Invasion von Heuschrecken erwähnt. Jetzt im ersten Moment könnte man denken, oh, diese Heuschrecken, das ist einfach eine biologische Heuschreckenplage, ja? Aber in Kapitel 2 wird dann diese Heuschrecke beschrieben, dass es eine Armee ist, die von Norden herkommt und das ganze Land wird dabei verbrannt. Verbrannt. Ja, Heuschrecken, die haben keinen Zundhölzer. Aber, und noch etwas, Heuschreckenplagen in Israel, die kommen von Süden. Aber diese Heuschreckenplage kommt von Norden und die zerstört zwar auch die ganze Natur, es heißt, vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Man muss wissen, Israel exportiert heute Schnittblumen. Und wenn die Armee durch ist, ist das Land verbrannt, verwüstet. Das ist so ein schrecklicher Gedanke. Wenn ich in Israel bin und sehe, diese Wälder, jedes Mal beeindruckt mich das. Das ist alles aufgeforstet worden in den vergangenen 100 Jahren. Der KKL hat da so viel investiert, man hat 240 Millionen Bäume gepflanzt und eine großartige Landwirtschaft aufgebaut. Aber Joel 2 sagt, diese Armee wird alles verwüsten. Ja, aber lesen wir der Reihe nach Joel 1, Vers 5. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult ihr Weinsäufer alle über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne, sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Mannes ihrer Jugend. Speiseopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahin gewelkt das Öl. Steht beschämt, ihr Bauern, heult ihr Winzer über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalmen und Apfelbaum. Alle Bäume des Feldes sind vertrocknet
vertrocknet ist die Freude, fern von den Menschenkindern. Ja, und so weiter wird das beschrieben. In Vers 15 wird das genannt, der Tag des Herrn. Und das ist in der Bibel immer diese große Drangsal, die dann hinführt zum Tag, wenn Jesus Christus als Richter der Welt kommt. Jetzt gehen wir gleich zu Kapitel 2, weil wir studieren ja die Offenbarung, nicht das Buch Joel. Ja? Aber trotzdem, man muss die Zusammenhänge so deutlich machen. Liest jemand das Kapitel 2? Stoßt in das Schofarhorn in Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen? Hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie. Wie rasselnde Streitwagen kommen sie über die Höhen der Berge her, wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzehrt, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Ja, man beachte die Rosse. Es heißt, wie das Aussehen von Rossen, wie Reitpferde. Es ist ein Vergleich. Also das Fortbewegungsmittel früher im Krieg war ganz speziell das Pferd. Ja? Und jetzt sehen wir auch eine Armee, die sich fortbewegt, aber es wird nicht gesagt, das sind jetzt Pferde. Aber es sind wie Pferde, mit denen sich die Soldaten vorwärts bewegen. Weiter. Vor ihm erzittern die Völker. Alle Angesichter verfärben sich. Ja, also das ist eine Armee, vor der die ganze Welt Horror hat. Weiter. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des anderen. Keiner drängt den anderen, jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Merkt man, das ist Häuserkampf. Das wird der Häuserkampf beschrieben, das Schrecklichste im Krieg für einen Soldaten. Weiter. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her. Denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Und jetzt geht das so weiter. Jetzt möchte ich aber noch kurz zeigen, in den weiteren Versen wird dann erklärt, wie Gott diese von Norden kommende Armee schließlich vernichten wird. Dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann steht, wie dann alles aufblühen wird und wie dann der Frieden kommen wird. Moment, schnell, nur noch Vers 25. Ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Ja, jetzt sieht man wieder. Da schließt sich der Kreis mit Kapitel 1. Also diese Armee von Norden wird beschrieben als eine Heuschreckenarmee. Und die vernichtet ja wirklich Menschen, aber was wir bei der fünften Posaune gesehen haben, das ist also eigentlich diese Zwischenphase zwischen der ersten Belagerung von Jerusalem und der zweiten, da kommt dann diese Periode hinein mit 5 Monaten, wo die Überlebenden in Israel eben durch dieses Dämonenheer terrorisiert werden. Aber nicht die, die das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Wir wissen ja, nach Offenbarung 7 wird nach der Entrückung ein Überrest aus Israel zum Glauben kommen, 144.000. Und die werden, noch bevor der Angriff von Norden kommt, werden die eben auf die Berge fliehen, nach Matthäus 24, und dann nach Moab gehen, nach Jordanien. Und
dort in der jordanischen Wüste von Moab, auf der anderen Seite des Toten Meeres, dort werden die von Gott 3,5 Jahre ernährt und versorgt werden. Und die werden nicht betroffen werden durch diesen Angriff von Norden und bleiben so verschont. Ja, Verzeihung, du hattest noch eine Frage. Die Frage hätte ich ein Stück weit schon beantwortet, weil im Vers 11 steht ja, also Joel 2, Vers 11, und der Herr lässt vor seiner Heersmacht her seine Stimme erschallen. Ja. Also das heißt ja ganz klar, diese Armee, also zum Beispiel IS, wenn sie es denn so nennt, ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Schon sehr interessant. Ja, das heißt, nicht im Auftrag des Herrn, ich will es nicht so formulieren, sondern Gott gebraucht sie als Zuchtrute für Israel, weil sie den Antichristen akzeptieren werden und sein Götzenbild. Ja. Genau. Aber so ist es ja immer gewesen in der Geschichte, das müssen wir ganz klar sehen. Wenn eine Armee die andere Armee besiegt hat, dann war das eben, muss man sich eben auch fragen, was will Gott uns damit sagen? Ohne, dass dadurch irgendwie das Böse als gut hingestellt wird. Das Böse bleibt böse und die Kriege sind böse, aber in Gottes Vorsehung eben kann das als Zucht gebraucht werden. Genau. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir zur sechsten Posaune. Offenbarung 9, Vers 13. Und da haben wir etwas anderes. Da wird wieder so eine Armee beschrieben, nicht wahr? So ganz seltsame Wesen. Aber diesmal sind das nicht dämonische Heere, sondern wirklich menschliche Heere. Und zwar beginnt das folgendermaßen, da werden 4 Engel gelöst, die gebunden sind. Wo sind die gebunden? Am Euphrat. Am Euphrat. Also nicht im Abyssos. Das sind andere Engel, die sind zwar auch gebunden, aber am Euphrat. Ich war der Euphrat, endet am Schluss in Südirak, das einstige Babylonien. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter nach Norden gehen, geht das schön durch welches Land? Durch Syrien. Und dann den südlicheren Teil von Irak. Ja? Und es geht hier ganz speziell eben um den Todfeind Israels in dieser Zeit. Das ist Assyrien. Beziehungsweise Syrien. Und darum wird hier der Euphrat erwähnt in Verbindung mit Syrien. Da sind aber Engel gebunden, das heißt so, dass sich dort das Böse bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in seinem vollen Maß entfalten kann. Das heißt also, das, was jetzt dort schon geschieht, ist das so unbeschreiblich schrecklich. Aber es ist eben noch Potenzial, das gebunden ist. Und das Erstaunliche ist, hier wird gesagt, liest noch jemand Vers 15. Die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Jawohl. Also, die sind gebunden auf ein ganz bestimmtes Datum. Jahr, Monat, Tag ist genau festgelegt in Gottes Plan. Und wenn die gelöst werden, dann geht diese Armee in dieser Art und Weise los. Und was da beschrieben wird, das ist wirklich eine Beschreibung einer modernen Armee mit ihrem vollen Vernichtungspotenzial. Nicht wahr? Wo kommt das Vernichtungspotenzial her? Das sind eben keine normalen Rosse, sondern das sind Kriegsgeräte. Vers 17 werden sie beschrieben, die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern geht Feuer, Rauch und Schwefel hervor. Muss man sich vorstellen, ein Johannes sieht in der Vision eine moderne Armee mit ihren Panzern und mit diesen furchtbaren zum Beispiel Kampfhelikoptern. Und wenn da, wenn man das beschreibt, dann sind das so lange Hälse und Köpfe und da kommt Feuer, Rauch und Schwefel heraus. Also es ist ganz eindrücklich, diese Beschreibung. Und vernichtet die Menschen.
Und sobald also diese vier Engel gelöst werden, geht das los. Und zwar, wie viele Menschen kommen ums Leben? Der dritte Teil. Dritte Teil der Menschheit. Mal vorstellen. Ist unglaublich. Gut, in Kapitel 6 hatten wir schon früher eine Plage, Kapitel 6, Vers 8, beim vierten Siegel, da wird der vierte Teil der Erde getötet. Aber hier wird gesagt, dann der dritte Teil der Menschen, das zusammen, ein Viertel plus ein Drittel gibt 7/12. Ah, das sind schon ein paar Schritte gleichzeitig gemacht worden. Also, dann sind es schon mehr als die Hälfte der Menschheit. Das ist furchtbar. Und wenn man sich überlegt, der Erste Weltkrieg, das war das Schrecklichste, was man sich vorstellen konnte bis dahin, das waren 18 Millionen Opfer. Und im Zweiten Weltkrieg etwa 70 Millionen. Aber jetzt vor kurzem war ja ein Journalist, ich habe das auch schon erzählt, aber für die, die das nicht wissen, ein Journalist war beim IS auf Besuch. Der hat gesagt, ob er sie besuchen könnte und ob sie mir eine Garantie geben würden, dass er dann wieder nach Hause kann. Und dann haben die gesagt, ja, doch, er könne kommen. Und er wollte dann ein paar Tage gehen. Die sagten, nein, also mindestens 2 Wochen, sonst lohnt sich das nicht. Und er ist gegangen und ist wieder heimgekommen. Also so etwas hätte ich ja nie gemacht. Aber der hat erzählt, die hätten ihm gesagt, also ihr Ziel sei, 50 bis 500 Millionen Menschen umzubringen. Das sagen die so kaltblütig. Aber was man hier sieht, ist mit der sechsten Posaune ein Drittel der Menschen. Also ganz furchtbar. Aber was eigentlich dann diesem Schrecklichen noch eine Krone aufsetzt, das ist dann Vers 20. Wie reagiert die Masse der Menschheit, die da nicht betroffen sein wird? Sie taten keine Buße. Ja, keine Umkehr, so verhärtet. Also selbst in der Not beginnen sie nicht zu Gott zu rufen. Viele Menschen beginnen zu beten, wenn sie wirklich in Not sind. Aber wenn Menschen nicht mal in Not mehr zu Gott rufen, das ist schon schrecklich. Ja, und dann muss man davon ausgehen, dass vom Euphrat, also da Syrien und so weiter, ja, ein Weltkrieg vom Zaun brechen wird. Ja, natürlich. Oder? Ja, das ist es, ja genau. Das nicht auf den Nahen Osten beschränkt, ja, sondern ja, die ganze Welt ja erfasst. Aber die Bibel macht uns klar, das beginnt nicht am Nil, und das beginnt nicht am Indus, und das beginnt nicht am Amazonas, sondern am Euphrat. Dort müssen wir das Auge hinrichten. Ja. Wie? Ja. Ja, ich meine, jetzt ist immer noch in der Aufbauphase. Und das ist nicht fertig entwickelt. Aber es war klar, dass eben das, was die Bibel nennt mit Assyrien und der König des Nordens, dass das quasi zur Hauptgefahr werden wird in der Endzeit. Und ich mag mich noch erinnern, wie wir vor Jahrzehnten über diese Prophetie nachgedacht und studiert haben. Und da hat man sich gesagt, ja, aber ist eigenartig, Syrien, das ist der König des Nordens, aber Syrien ist ja heute eigentlich gar nicht so ein starkes Land. Ja? Und da musste also noch einiges sich verändern in der ganzen Konstellation des Nahen Ostens. Und das Endergebnis wird sein, dass eben Assyrien, beziehungsweise Großsyrien, das ist wirklich... Dort geht alles los. Das ist es ja. Also die Christen konnten immer, jeden Tag warten auf die Entrückung der Gemeinde, auf den Herrn. Das war ganz normal, vielleicht heute.
Denn Gott sagt nirgends in der Bibel, wie lange es geht von der Entrückung, bis dann eben die große Drangsal kommt. Das hätte ja viel größer sein können. Aber jetzt sehen wir einfach, wie die Schachfiguren sich bereitstellen für das, was erst nach der Entrückung geschehen kann. Diese Dinge können nicht jetzt geschehen. Das ist zukünftig. Und jetzt sehen wir aber, wie sich die Schachfiguren aufstellen. Und ich fand das ganz toll, wie du es vorhin gesagt hast, IS. Ja, vielleicht heißt es dann anders. Ja. Natürlich. Ist ja egal. Ich meine, die haben sich, vor kurzem haben sie sich ja ISIS genannt. Das heißt Islamischer Staat, Irak, Syrien. Und da haben sie sich gesagt, ja nein, das ist viel zu wenig. Wir wollen ja alles. Wir wollen den ganzen Nahen Osten und wir wollen halb Afrika und wir wollen auch Teile von Europa und am Schluss dann die ganze Welt. Aber dann sagen wir ein, nennen wir uns eben nicht mehr ISIS, sondern IS, Islamischer Staat. Und das ist der Traum in der islamischen Welt, dass eben wieder ein islamisches Weltreich entsteht, wie das war in der Zeit nach Muhammad, als es noch Kalifen gab. Die Kalifen waren eben direkten Nachfolger von Mohammed. Alle Muslime mussten ihnen gehorsam sein. Aber dieses Ideal von einem geeinten islamischen Reich, das ist in der Geschichte zerbrochen. Da blieb immer der Traum, einmal sollte das islamische Reich und das Kalifat wiederhergestellt werden. Und da kam ja der Erste Weltkrieg. Und was haben die Engländer und die Franzosen gemacht? Die haben da die riesigen Gebiete erobert und dann haben sie gesagt, so, und jetzt machen wir einen neuen Nahen Osten. Da entstand ein Land, das es vorhin noch nicht gab, Syrien, Libanon, Jordanien, Saudi-Arabien. Die haben das alles künstlich aufgebaut und auch die Grenzen sind künstlich. Und man hat ja nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, ja, die Kurden kriegen auch noch was. Da haben sie auch nichts gekriegt. Und da haben die gesagt, ja, aber wir sollten auch was haben. Und das war eigentlich eine ganz gefährliche Sache, was die Alliierten gemacht haben mit diesen künstlichen Grenzen. Denn in der muslimischen Welt hat man sich da quasi wie? Eben von Nichtmuslimen bevormundet gefühlt. Die sagen uns, wo es durchgeht und dann eben ging dieser Traum weiter. Einmal sollten all diese Staaten aufhören zu bestehen und es sollte wieder ein islamisches Reich werden. Unter einem Kalifen. Und darum ist das eben so gefährlich, gerade für junge Muslime, dass die radikal werden könnten. Weil der IS, das ist nicht mehr eine Organisation wie Al-Qaida. Al-Qaida ist einfach eine Organisation. Aber kein Staat. Und jetzt, der IS kam ja aus Al-Qaida heraus und die sagen, wir sind der islamische Staat in Syrien und Irak, ISIS. Nein, wir sind mehr. Wir sind der islamische Staat. Und das weckt irgendwie den Gedanken, ja, da haben wir die Hoffnung, dass jetzt was draus werden könnte. Das ist nicht der Iran, das ist nicht Saudi-Arabien, sondern ein islamischer Staat. Und darum ist das ist viel gefährlicher als Al-Qaida, weil es keine Organisation mehr ist, sondern ein staatliches Gebilde. Ja, ja, ja. Und eben ist auch viel greifbarer jetzt dieser uralte Traum vom Kalifat. Ja. Aber eben, es ist so, das entwickelt sich, und wenn die den Namen ändern, dann muss man mich dann nicht hängen und sagen, ja, du hast gesagt, das ist der IS. Ja gut, dann sagen wir halt einfach mit dem biblischen Begriff der König des Nordens. Und da haben wir nicht mehr recht. Der Assyrer, da haben wir nicht mehr recht. Ja. Ja, der Islam strebt ja nach wie vor die Weltherrschaft an. Also kann man davon ausgehen oder damit rechnen, dass die islamische Völker oder einfach der islamische Glaube alles vereint wird, also dass die mal zusammenheben. Das große islamische Bereich gibt es ja im Fernen Osten, Indonesien, da ist alles islamisch, ja, du weißt es ja viel besser, dass die versuchen mal alle unter ihre Fittiche zu kriegen und dass die an alle Ecke der Ende losschlagen können, ja, zu ja. dem Dritten Weltkrieg ganz genau. zum Beispiel. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch etwas Wichtiges, um das Wesen der islamischen Welt besser zu verstehen. Einerseits ist eben eine Religionsgemeinschaft, die umfasst jeden Muslimen.
Und da ist nicht wichtig, zu welchem Staat man gehört. Aber da sucht man also die Einheit mit allen. Aber auf der anderen Seite ist gerade die arabische Welt, wo der Islam entstanden ist, eine Welt der Stammesgemeinschaften. Und das hat eine lange Tradition, auch bis in die Zeit vor Muhammad zurück. Die Stämme streiten immer miteinander. Und man kann die ganze Geschichte des Nahen Ostens viel besser verstehen, wenn man eben weiß, die zwei Ideale. Alle zusammen eine Einheit, die Umma, die muslimische Gemeinschaft, und andererseits die Stämme, die immer miteinander streiten. Und dann versteht man, warum die streiten dauernd miteinander. Oder überall. Die meist Bedrohten sind nicht Juden und Christen, sondern Muslime. Die Muslime in der islamischen Welt bringen zahlenmäßig am meisten Muslime um. Es ist furchtbar. Also als Muslim muss man eben das auch fürchten. Aber das hängt eben zusammen mit dieser Stammesgesinnung, wo man immer miteinander streitet. Und auf der anderen Seite eben sieht man das Ideal. Und darum ist es eben möglich, dass heute, sagen wir, Hezbollah sagt, IS, die bekämpfen wir. Ja? Ja, jetzt vielleicht. Und plötzlich sagen sie, ja gut, also wir schließen uns an. Das geht. Also einerseits dagegen und plötzlich dreht man, es geht ja letztlich um die Frage, wer hat das Sagen? Und die möchten auch das Sagen haben. Und dann streiten sie halt. Und am Schluss, wenn sie sagen, ja gut, also eigentlich der macht das irgendwie gut, dann akzeptieren wir ihn. Und dann suchen wir die Einheit. Aber eben, das macht das Ganze so kompliziert, aber wenn man diese beiden Dinge ein bisschen verstanden hat, da kann man vieles viel besser einordnen, was überhaupt geschieht. Gut, aber jetzt sollten wir Pause machen. Wir haben die fünfte und sechste Posaune zusammen angeschaut. Noch eine kleine Bemerkung sprachlicher Natur. In Vers 16 werden die Armeen so aufgelistet. Es heißt, und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war, jetzt je nach Text kann es heißen, 2 mal 10.000 mal 10.000. Das wären? Millionen. Also 200 Millionen. 200 Millionen. Es ist aber so, der Mehrheitstext, das heißt, der Text, der durch die breite Masse der Handschriften, wir haben ja heute etwa 5.760 griechische Handschriften, und die große Masse, die zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung auf. Und diesen Text nennt man den Mehrheitstext. Und man kann sehr eindrücklich zeigen, das ist auch der ursprüngliche Text. Und der Mehrheitstext hat hier nicht zweimal, sondern einfach Zehntausende mal Zehntausende. Es ist im Prinzip der gleiche Ausdruck, den wir schon mal hatten in Offenbarung 5, im Zusammenhang mit den Engeln, in Offenbarung 5, Vers 11. Zehntausende mal Zehntausende. Und das ist auch dieser Ausdruck hier. Es ist so, das Wort Zehntausend im Griechischen, ist das eine Myriade, das kann bedeuten Zehntausende oder einfach ganz viele. Also es ist nicht zwingend, dass es eine ganz bestimmte Zahl bezeichnet, sondern eine unzählbare Schar. Und wenn es dann gesteigert wird, Myriaden mal Myriaden. Aber natürlich in früheren Zeiten war das für Ausleger so ein Problem. Ja, so viele Menschen, das konnte man sich da überhaupt nicht vorstellen im Krieg. Aber heute mit der ganzen Bevölkerungsexplosion, die es gegeben hat ab 1900, ist das natürlich ganz anders. Und plötzlich ist diese Zahl eben realistisch. Im Zweiten Weltkrieg, wie viele Soldaten waren da bewaffnet im Kampf weltweit? Sogar noch mehr. Man spricht von 72 Millionen damals. Ja.
Also, aber da sind es noch mehr. Nun, die Bevölkerung ist seit dem Zweiten Weltkrieg noch weiter gewachsen. Aber es ist auch wieder so ein erstaunlicher Punkt, der eben mit der Endzeit passt das zusammen heute, aber vor 1000 Jahren wäre das noch ein Problem gewesen, diese Zahl. Ja? Gut, und dann möchte ich eben noch die Verse 20 und 21 nochmals genauer anschauen. Liest jemand vor, bitte? Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Ja. Also, trotz der Not geht die Masse der Menschen weiter den Weg weg von Gott. Und dann werden eben besondere Sünden aufgezählt. Können wir das zusammentragen? Erstens. Mord. Nein, nicht erstens. In der Reihenfolge meine ich. Götzendienst, ja. Und zwar wird zuerst gesagt, dass sie Dämonen anbeten und dann eben Götzenbilder. Es ist so, da haben wir gleich beide Seiten des Götzendienstes. Im Götzendienst werden Statuen, Bilder verehrt. Bis zum heutigen Tag weltweit verbreitet. Und da erklärt die Bibel, diese Götterbilder, die sind nichts. Die haben zwar einen Mund, aber sie können nicht sprechen, sie haben Augen, sie können nicht sehen und so weiter. Das wird auch hier nochmals betont, was eben in Psalm 115 so eindrücklich betont wird. Die Götter der Heiden eben haben Augen, können nicht sehen, haben einen Mund, können nicht sprechen, haben Füße, können nicht gehen. Und hier wird das nochmals betont, dass sie Götzenbilder, die weder sehen, noch hören, noch wandeln können, verehren. Aber ganz wichtig, 1. Korinther 10, Vers 20 sagt ausdrücklich, dass hinter den Götzenbildern eben sich Dämonen verstecken. Also wenn man irgendwelche Statuen verehrt, verehrt man eben indirekt damit Dämonen. Das sind diese zwei Seiten des Götzendienstes, die hier gleich angesprochen werden. Ich weiß, das sprechen wir jetzt hier so mit aller Selbstverständlichkeit. In Bremen wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ja, in der evangelischen Kirche sowas zu tun. Das hat ja der Pastor Latzl vor kurzem so dramatisch erlebt, ja? Hat er sich darüber geäußert, was die Bibel sagt über die Religionen? Und jetzt sagen wir das auch da im Süden, aber es ist offensichtlich da im süddeutschen Raum noch ein bisschen besser als in Bremen. Ja, aber das sagt die Bibel. Und im Land der Reformation sollte man auch heute noch die ganze Bibel verkündigen dürfen, nicht wahr? Gut, und der nächste Punkt. Mord. Und da müssen wir natürlich auch an das Problem der Abtreibung denken. Und es ist so, dass die WHO, die UNO sagt, dass weltweit die Abtreibungsrate etwa bei 40 Millionen pro Jahr liegt. Also dieses Wort hat schon seine Aktualität. Taten nicht Buße. Und dann der nächste Punkt. Zaubereien. Es ist so, das griechische Wort Pharmakeia bezeichnet ursprünglich Drogen, also Missbrauch von Drogen. Und dann hat das auch die Bedeutung bekommen von Okkultismus, Esoterik praktizieren. Also auch ein hochaktuelles Thema für unsere Zeit. Und es ist so, es erstaunt ja vielleicht, dass es im Griechen das gleiche Wort ist, Drogenmissbrauch und Esoterik und Okkultismus. Aber es ist eben gerade das, es besteht dazwischen ein ganz enger Zusammenhang. Und das muss man unbedingt wissen. Die Menschen
in unserer Gesellschaft in großen Mengen Drogen missbrauchen, sind sich das nicht bewusst. Aber die nordamerikanischen Indianer, die wissen das ganz genau. Die haben ja von Staates wegen die Erlaubnis, Drogen zu nehmen. Und da fasten die 24 Stunden und dann nehmen sie da ihre Pilze auf die Zunge und dann geht das los. Und dann haben sie Visionen von ihren Göttern. Also dort sieht man den Zusammenhang zwischen Drogen und Okkultismus ganz direkt. Aber das ist nicht nur dort, wo sie das ganz bewusst so suchen, sondern das ist auch sonst so, wenn jemand einfach aus irgendwelchen Gründen eben kifft, Haschisch raucht, Marihuana, auch da ist es immer so, dass Drogen eigentlich wie eine Tür öffnen zu dieser unsichtbaren Welt der Finsternis. Und da besteht ein ganz direkter Zusammenhang. Und das muss man auch wissen, wenn man in der Seelsorge mit Menschen zu tun haben, die Drogen missbrauchen. Da ist eben der Aspekt des Okkulten, das ist ein ganz, ganz dringliches Thema. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Alkoholmissbrauch. Denn es ist so, Alkoholmissbrauch ist auch eine Droge. Ich habe nicht gesagt, Alkohol ist eine Droge. Die Bibel macht uns klar, dass es einen gesunden Genuss von Wein gibt. Dann ist es noch keine Droge. Aber wenn einer nicht weiß, wo die gesunde Grenze ist, dann wird er eben, missbraucht er eben eine Droge. Ja. Und auch im Alkoholismus spielt eben dieser Zusammenhang zwischen dieser Alkohol-Drogensucht und Okkultismus einen ganz direkten Zusammenhang. Ja, also das zur Aktualität dieses Wortes. Taten nicht Buße von ihrem Pharmakaia-Missbrauch. Und dann weiter. Unzucht oder Hurerei. Das Wort im Griechischen heißt Pornaia, bezeichnet aber jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Auch Homosexualität ist alles eingeschlossen. Das Wort ist sehr breit und ist auch so aktuell, wenn man denkt, wie in den vergangenen Jahren hier alle Schranken der Moral eingebrochen worden sind. Und dann Diebstähle. Das ist das Letzte. Also, da kann einer sagen, ja gut, ich nehme keine Drogen, aber er wird sich irgendwo wiederfinden. Und auch die Geldliebe ist Götzendienst. Ja, und jetzt gehen wir zu Kapitel 10. Bevor die siebte Posaune erwähnt wird, das ist dann in Kapitel 11, Vers 15, gibt es hier wieder einen Einschub. Und zwar eben, wie wir das schon gesehen haben, das ist ein wunderbarer literarischer Plan. Hier wird dieser Einschub gemacht zwischen die sechste Posaune und die siebte. Wir haben ja schon gesehen, der Ablauf ist ganz streng so. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen und dann kommt der Herr Jesus. Und es gibt hier Einschübe immer vor Nummer 1 und zwischen Nummer 6 und 7. Also der erste Einschub war Kapitel 4 und 5, bevor das erste Siegel geöffnet wird. Und dann hatten wir einen Einschub zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel. Wieder einen Einschub vor der ersten Posaune. Und jetzt einen Einschub zwischen sechster und siebter Posaune. Und danach werden wir sehen, wieder einen Einschub vor der ersten Schale und dann zwischen der sechsten und der siebten Schale und dann nochmals. Also da, wo ein neues Eins beginnen könnte, ja? Und somit gibt das, wie viele Einschübe? Sieben. Ich war zuerst die sieben Sendschreiben, dann die sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen
und 7 Einschübe. Also ein wunderbarer Plan ist da zu finden, und kann man verstehen, was man dafür ein Gefühl hat, wenn man irgendeinen theologischen Kommentar, ich habe so einen, liest, der sagt, ja, die Offenbarung ist ein Durcheinander. Ja gut, da muss ich sagen, das Durcheinander ist bei diesem Theologen in seinem Kopf und in seiner fehlenden Ehrfurcht vor der Bibel als Gottes Wort. Aber wenn man wirklich sieht, wie die Offenbarung aufgebaut ist, ist es einfach wunderbar. So, und jetzt lesen wir Kapitel 10. Darf ich bitten? Ja. Johannes empfängt ein Buch. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, begleitet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die 7 Donner redeten, wollte ich schreiben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe dies nicht. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf, und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig, und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Danke. Also hier in diesem Einschub geht es um das geöffnete Büchlein. Das ist ein wichtiger Begriff, Vers 2. Er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Wir hatten schon mal ein Buch in der Offenbarung. Welches Buch? Das Buch mit den 7 Siegeln. Das ist eben kein geöffnetes Buch, sondern ein versiegeltes Buch. Ja? Das ist der Kontrast. Und hier haben wir also ein Buch, das eben geöffnet ist, das nicht versiegelt ist. Und noch ein Kontrast zwischen diesen beiden Schriften. Die Verkleinerungsform. Ja, also das ist ein Büchlein und das andere war ein Buch mit den 7 Siegeln. Nun, das Buch mit den 7 Siegeln, das beinhaltet also Dinge, die verborgen waren und die Gott jetzt in dem Buch der Offenbarung uns Menschen mitgeteilt hat. Und das ist ganz wichtig, um die Offenbarung zu verstehen. Hier werden viele Dinge gesagt, die im Alten Testament und sonst im Neuen Testament noch nicht gesagt worden sind. Und die werden jetzt hier noch mitgeteilt. Und das ist auch der Grund, warum eben gewisse Dinge, die wir aus dem Alten Testament schon gut kennen oder gut kennen könnten, dass die dann in der Offenbarung nicht mehr nochmals erwähnt werden.
Nicht wahr? Jetzt haben wir diese Posaunen angeschaut und dann habe ich zwischendurch erklärt, wie das ist mit dem König des Nordens und der ersten Belagerung Jerusalems, die zweite Belagerung. Aber das finden wir hier jetzt nicht dargestellt in diesen Gerichten. Aber wir haben zum Beispiel das mit den Heuschrecken gefunden, dass das ergänzt, was wir von den Heuschrecken in Joel finden. Ja? Aber es ist wirklich so, dass hier der Akzent gelegt wird auf Dinge, die im Alten Testament noch nicht gesagt worden waren, aber jetzt das Alte Testament noch ergänzen. Und zwar so, dass dann eben die Offenbarung schließlich so enden kann, dass im letzten Kapitel gewarnt wird, wer jetzt noch etwas hinzufügt zu diesem Buch und damit überhaupt zur Bibel, denn die Offenbarung steht zu Recht am Schluss der Bibel, dem wird Gott von seinen Plagen hinzufügen. Und wehe, wer da etwas wegnimmt. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. So hat das Luther gedichtet in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und was heißt das auf gut Deutsch? Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Das heißt, sie sollen einfach die Bibel stehen lassen, so wie sie da ist, nichts davon wegtun, nichts dazu tun. Und wenn sie das tun, muss man ihnen nicht nur extra Dankeschön sagen. Das heißt, das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Das ist selbstverständlich. Ja, und jetzt sehen wir hier das geöffnete Büchlein. Da geht es also um Dinge, die im Alten Testament schon mitgeteilt worden sind. Darum ist es ein geöffnetes. Wir werden gleich sehen, in Kapitel 11 finden wir den Inhalt davon. Es geht um die Stadt Jerusalem. Es geht um den Tempel in Jerusalem, den dritten Tempel. Das wissen wir alles schon aus dem Alten Testament. Eben, es ist ein geöffnetes Buch und es ist ein Büchlein, weil hier der Fokus zusammengezogen wird, ganz speziell auf die Stadt Jerusalem und den Tempelberg. Jetzt geht es da in Kapitel 11 nicht mehr so speziell um die ganze Welt, wie wir das jetzt gerade vorhin gesehen haben. Auch mit diesem Vernichtungspotenzial, dass ein Drittel der Menschheit getötet wird. Nicht wahr, in der sechsten Posaune. Jetzt wird das zusammengezogen. Es geht um Jerusalem, den Tempelberg, den dritten Tempel. Darum Büchlein. Aber diese Dinge finden wir schon im Alten Testament, darum geöffnetes Büchlein. Und jetzt ist es so, Johannes muss in der Vision dieses Büchlein essen. Und was hat das zu bedeuten? Nun, in der Bibel wird der Vergleich gemacht zwischen Bibel lesen und das Wort Gottes essen. Schlagen wir mal auf, Jeremia 15. Ja, genau. Ihr Konfirmandenspruch, wunderbar. Also, Jeremia 15, lesen wir diesen Text. Sehr schön. Und das hat dich begleitet bis heute, ja? Ja, wunderbar. Also, wer liest? Schön. Also das Wort Gottes essen drückt eben aus, wenn wir das Wort Gottes lesen und wirklich in unserem Inneren aufnehmen, dann ist das wie Essen. Und genauso wie mit der Nahrung, die Nahrung wird dann Teil von uns. Also das heißt, all das aus der Nahrung, was man aufnehmen kann und körperlich einbauen kann und in Energie umsetzen und so weiter. Ja? Also so soll Gottes Wort eben in uns aufgenommen werden und ein Teil von uns werden. Jetzt haben wir aber in Jeremia diese schöne Seite, das Wort Gottes essen und diese Freude, die man erlebt. Und das entspricht hier bei Johannes. Er hat dieses Buch gegessen und es war wie Honig in seinem Mund. Süß wie Honig, aber im Bauch merkt er dann, es wird
bitter. Und das sind eben diese beiden Seiten, wenn man die Offenbarung liest. Da hat man so viele Stellen, die machen einen als Christ wirklich glücklich. Wenn Offenbarung 4 und 5 liest, wie die Erlösten da im Himmel sind, das neue Lied singen, vor dem Lamm Gottes niederfallen und sagen, du bist würdig zu empfangen, denn du hast uns erkauft durch dein Blut. Und wenn man dann diese Zehntausende mal Zehntausende Engel, also diese Hunderten von Millionen Engel, rund um die Erlösten herum im Himmel sieht, wunderbar. Das ist der Geschmack von Honig. Aber dann haben wir jetzt noch in der ersten Stunde, das war schon ein bisschen speziell, was wir gelesen haben, nicht wahr? Und diese Aussagen, ein Drittel der Menschen wurden getötet. Und was wären wir für Menschen, wenn das uns nicht bewegt? Und da empfinden wir doch Bitterkeit im Bauch. Das sind diese beiden Seiten. Und das haben wir beim Bibellesen immer wieder. Einerseits eben sehen wir all die Verheißungen für die Erlösten und dann sehen wir, oh, und wie ist das für meine Angehörigen, die noch nicht gläubig sind, noch nicht errettet sind? Dann empfindet man diese Bitterkeit. Aber das ist so, das muss so sein. Das hat Johannes so bildlich erlebt, da in der Vision mit dem Essen des geöffneten Büchleins. Und jetzt, diese geheimnisvolle Person, 10 Vers 1, ein anderer starker Engel. Nun, hier muss man nochmals betonen, das Wort Engel, griechisch Angelos, heißt einfach Bote. Und es ist so, dass man im Griechischen das Wort Angelos braucht für Engelwesen, aber auch für Menschen. Zum Beispiel in Markus 1 wird das Wort Angelos benutzt für Johannes den Täufer. Aber das war ein Mensch, Johannes der Täufer. Siehe, ich sende meinen Boten, das ist meinen Angelos. Und im Alten Testament wird das Wort Engel, also Bote, auch benutzt für diese geheimnisvolle Person, der Engel des Herrn. Nicht ein Engel des Herrn, der Engel des Herrn. Aber besser wäre eigentlich, man würde sagen, der Bote des Herrn. Und wenn man diese Stellen liest, merkt man, aber dieser Bote des Herrn, der ist Gott. Ich meine, 1. Mose 16 erscheint der Bote des Herrn, erscheint der Hagar, und dann plötzlich heißt es, dass er der Herr ist. Ja, aber zuerst, wie gesagt, der Bote des Herrn, der Bote ist aber auch der Herr. Und zwar auf Hebräisch steht Yahweh, der ewig Seiende. Und Hagar sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Wenn man alle diese Stellen im Alten Testament, wo diese geheimnisvolle Person vorkommt, zusammennimmt, wird klar, das ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes. Vom Vater in die Welt gesandt. Schon alttestamentlich als der Engel des Herrn. Und dann neutestamentlich kam er als Mensch, als wirklicher Mensch in diese Welt. Und in der Offenbarung findet man ihn wieder als diesen Boten. Und zwar immer wieder genannt ein anderer starker Bote. Wir haben ihn schon mal gefunden in Kapitel 7 zum ersten Mal. Und da wusste man noch nicht recht, wer ist das? Er versiegelt die 144.000. Aber dann, in Kapitel 8, sieht man ihn beim goldenen Räucheraltar im Himmel. Das ist ein Priester. Und hier, also was sieht man ihn hier? Er setzt einen Fuß auf das Meer und einen anderen Fuß auf die Erde. Was bedeutet das? Nimmt die Erde in Besitz. Ja, das bedeutet in Besitznahme. Denn das war ja schon im Buch Josua. Und der Josua hat Gott Israel gesagt, wenn ihr ins verheißene Land geht, jede Fußsohle, die ihr hinsetzt, euch habe ich dieses Land gegeben. Also das Aufsetzen der Fußsohle bedeutet in Besitznahme. Und dieser starke Bote, der da aus dem Himmel kommt, bekleidet ist mit einer Wolke. Und was ist das für eine Wolke? Das ist die Schechina. Die Wolke der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes. Und dann der Regenbogen über seinem Haupt,
sein Gesicht wie die Sonne. Ja, das erinnert uns an Offenbarung 1, wo Jesus Christus Johannes erscheint und es heißt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und weiter wird gesagt, eben seine Füße wie Feuersäulen. Also das ist eine Ergänzung zur Wolke, die ja nachts als Feuersäule erschien. Das spricht wieder von der Gegenwart Gottes in dieser Person. Und dann der linke Fuß auf dem Meer und er ruft mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Ja, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. So wird der Herr Jesus in Offenbarung 5 genannt. Und dann kommt etwas Seltsames. Johannes hört da die sieben Donner, will das aufschreiben. Er soll das nicht aufschreiben. Was machen wir da? Nicht wahr? Genau die Sachen, die möchten wir wissen. Die nicht stehen, ja? Das ist ja schon interessant. Aber wir müssen uns überlegen mal, der Herr Jesus war hier auf dieser Erde und er hat 3 Jahre lang gepredigt und niemand hatte einen MP3-Player mit, um aufzunehmen. Ja? Wenn man sich vorstellt, all die Stunden hätte man aufgenommen in der Synagoge in Kapernaum, in der Synagoge in Nazareth. Und das heißt, er hat gepredigt in allen Synagogen von Galiläa. Überall hätten wir Bandaufnahmen. Wäre fantastisch, nicht wahr? Aber der Heilige Geist hat die Jünger erinnert an die Worte des Herrn. So wie der Herr Jesus sagt in Johannes 14, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Aber eben an das, was dann für alle Zeiten im Wort Gottes weitergegeben werden sollte. Und das haben wir in den Evangelien. Ich meine, wenn wir alle Worte Jesu in den Evangelien zusammenfassen, dann sind das höchstens Stunden, aber nicht diese Hunderten von Stunden Vorträge und Predigten und Auslegungen, Erklärungen. Aber es ist eben so, natürlich hat der Herr in seinem Leben viel mehr gesagt, aber Gott ließ durch den Heiligen Geist als Gottes Wort aufschreiben, das, was wir für alle Zeiten wissen sollten. Nicht alles. Und das war jetzt auch etwas, das hat Johannes zwar gehört, so wie er auch, er hat noch viele Dinge gehört, die der Herr gesagt hat in seinem Leben, die er dann nie aufgeschrieben hat. Sollte er nicht aufschreiben. Und da wird also gesagt, schreib das nicht auf, aber es ist uns alles aufgeschrieben, was wir wissen müssen. Und in Johannes 21, ganz am Schluss des Evangeliums, sagt Johannes, wenn man alles einzeln aufschreiben würde, was den Herrn Jesus und seine Herrlichkeit betrifft, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Aber Gott hat uns dieses Buch gegeben. Aber dafür sollten wir das lesen, was da steht. Und das ist ja das Traurige. Da gibt es so viele Leute, die sagen, oh toll, da gibt es eine Veranstaltung, da spricht ein Prophet und der spricht neue Offenbarungen. Ja, und solche Leute muss man sagen, und jetzt schlag mal auf Habakuk 2. Das raschelt, ja. Er findet Habakuk nicht. Das ist eine Perle, Habakuk zu lesen. Das ist ein so wunderbares Buch. Was will der neue Offenbarung? Kennt die Bibel nicht. Das ist doch ein Skandal. Also, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, nicht genügend schätzen. Also, das müssen wir studieren. Und dann plötzlich erfährt man, kann man erleben, wie jemand sagt, ja gut, man kann das gar nicht so richtig verstehen, was da steht, ja, und es gibt zu diesem Punkt gibt es 7 Auslegungen und ja, da sind sich auch Spezialisten nicht so einig. Ja gut, und jetzt? Ja, soll das heißen, Gott hat uns sein Wort aufschreiben lassen, aber eigentlich könnten wir gar nicht verstehen, was er sagen will. Ja, das würde ja letztlich bedeuten, Gott ist nicht in der Lage, zu uns so zu sprechen, dass wir ihn verstehen können. Nein, da müssen wir uns fragen, was ist mit unserem Kopf los? Dass wir da immer so in 7 Auslegungen denken und vielleicht 2 ist möglich, aber 4 ist vielleicht noch bessere Auslegung und kommen zu keiner Sicherheit. Ist das Problem bei uns?
Also wir müssen das ganze Wort Gottes studieren und müssen uns Schritt für Schritt auch Klarheit und Sicherheit über das Wort Gottes schenken lassen, aber nicht, dass wir dann denken, oh, schreibe dieses nicht. Oh, das möchte ich wissen. Nein, gehen wir an das heran, was er uns aufschreiben ließ. Und genau darum wurde das aufgeschrieben, dass man das nicht aufschreiben soll. Damit wir wissen, dass das, was aufgeschrieben ist, dass wir das studieren sollen. Das ist der Sinn von Vers 4. Ja, und dann schwört der Engel, also der Bote, das ist der Sohn, der ewige Sohn Gottes, bei Gott, in Hebräer 6 wird gesagt, dass Gott, weil er bei keinem Höheren schwören kann, bei sich selbst schwört. Ich schwöre bei mir selbst. Und der Sohn kann beim Vater schwören, wie das hier geschieht. Und was beinhaltet dieser Schwur? Es wird keine Zeit mehr sein. Ja, was heißt das? Also wird Zeit aufgehoben. Nein. Ewigkeit. Keine Zeit mehr. Schluss mit Uhr, ja? Brauchen wir nicht mehr. Nein, die alte Elbefelder hat das gut übersetzt. Und das Meer und was innen ist, dass keine Frist mehr sein wird. Oder kein Aufschub. Ich habe schon mal ein Buch gesehen mit dem Titel, dass keine Zeit mehr sein wird, und da geht es darum, dass eben in der Ewigkeit für die Menschen keine Zeit mehr sein wird. Das stimmt überhaupt nicht. Raum und Zeit, das ist unzertrennlich miteinander verbunden, so wie das Albert so schön darlegen konnte. Ich meine Albert Einstein. Ja, Raum und Zeit gehört zusammen. Und weil wir Geschöpfe sind, sind wir Raum und Zeit unterworfen. Wir brauchen Zeit von Zürich nach Basel. Gut, früher mit der Postkutsche waren das 10 Stunden. Und jetzt, wenn man normal fährt, etwa eine Stunde. Aber eben, wir können nicht gleichzeitig da und dort sein. Aber Gott ist anders. Er ist allgegenwärtig. Er ist überall im ganzen Universum. Und er ist auch im Jenseits. Und weil er eben Raum und Zeit nicht unterworfen ist, ist er auch der Zeit nicht unterworfen. Und darum steht in 2. Petrus 3, dass bei dem Herrn 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und jetzt umgekehrt, ein Tag wie 1000 Jahre. Gott ist dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen. Und darum weiß er auch die Zukunft. Und darum konnte er auch die Offenbarung schreiben lassen. Und darum ist die erfüllte Prophetie ein Beweis, dass der ewige, wahre Gott durch die Bibel zu uns spricht. Aber für uns wird es immer Zeit geben. Und es ist auch so, dass die Engel sind auch der Zeit unterworfen. Wo sieht man das? In Daniel. In Daniel, wieso? Da wird ein Engel aufgehalten, ich glaube der Erzengel Michael, ein anderer Engel wurde aufgehalten. Ja. Ja, genau. Also der hätte 3 Wochen früher zu Daniel kommen sollen, war aufgehalten, genau. Und dann kam mit Verspätung. Sogar Engel können Verspätung haben. So tröstlich, nicht wahr? Wenn man spät zur Gemeinde kommt, nicht einfach, weil man trödelt dauernd, sondern es kann mal passieren, wenn sogar Engel 3 Wochen Verspätung haben können. Aber das zeigt uns eben, die sind auch Raum und Zeit unterworfen, auch wenn sie sich in einer ganz anderen Weise bewegen können als wir. Zum Beispiel wird von dem gefallenen Engel in Jesaja 14 gesagt, ich will hinaufsteigen, meinen Thron setzen hoch über die Sterne. Also das weist hin auf Bewegungsmöglichkeiten im All, ja, die das Menschliche sprengen. Aber sie sind auch Raum und Zeit unterworfen, und darum weiß der Teufel auch nicht, wer an der nächsten WM gewinnen wird. Das ist so. Sonst wüssten ja die Wahrsager jeweils, wer gewinnt. Ja? Und darum geht Wahrsagerei nicht.
weil Satan eben auch an Raum und Zeit gebunden ist. Er weiß die Zukunft nicht und darum ist die vollkommene Prophetie der Bibel ein so wichtiger Beweis, dass hier eben nicht irgendein Geist dahinter ist. Das hat man im Hinduismus auch. Ich meine, die erleben Dinge mit Geistern. Aber die haben es nicht zu tun mit diesem ewigen Gott. Und darum haben sie keine Prophetie, wie wir das haben in der Bibel, erfüllte Prophetie. Ja, also das heißt nicht, es wird keine Zeit mehr sein, sondern keine Frist. Und dann wird Gott eben jetzt in Kürze, bis zur Wiederkunft Christi, wird er das Geheimnis Gottes vollenden. Und das, da fahren wir nächstes Mal weiter. Die Vollendung des Geheimnisses Gottes, ganz interessantes Thema. Und dann gehen wir gleich zu Kapitel 11 mit dem dritten Tempel, mit Jerusalem in diesen letzten Tagen. Ja, da hinten noch eine Frage zum Schluss und dann machen wir wirklich Schluss. Ach so, ja, alles klar. Ja, ich wiederhole die Frage gleich. Für die, die über Sermon Online hören. Es ist, also es ist ein Widerspruch. Einerseits hätte ich gesagt, dass Satan die Zukunft nicht wisse. Und dann haben wir doch gesehen, dass die Engel, die gefallenen Engel bei den Gadarener, die wussten, was kommen wird. Aber das wussten sie aus der Bibel. Das weiß der Teufel auch. Das steht auch in Offenbarung 12. Wenn er da auf die Erde geworfen wird, für die letzten 3,5 Jahre, weiß er, dass er nicht mehr viel Zeit hat und ist wütend. Das weiß er. Aber er weiß nicht aus sich heraus, was die Zukunft ist. Wir wissen auch, was in der Zukunft kommt, wenn wir die Bibel studieren. Aber wir als Geschöpfe müssen sagen, wir sind völlig unfähig zu sagen, was in 100 Jahren kommt. Völlig unfähig. Das kann nur Gott. Und so wäre dann der scheinbare Widerspruch gelöst. Gut, wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und dass wir durch dein Wort erfahren dürfen, was Gottes Pläne sind mit dieser Welt und dass wir auch wissen dürfen, dass du das letzte Wort sprechen wirst. Danke, dass wir mit Hiob sagen dürfen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Herr Jesus, du wirst wiederkommen und du wirst in dieser chaotischen Welt, wirst du deine Ordnung und deinen Frieden und deine Gerechtigkeit bringen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass für uns, wenn du unser Retter bist, eine wunderbare, lichte, herrliche Zukunft auf uns wartet. Amen.